Also Information ist ein ganz wichtiges Wort. Es geht um Information. Es gibt ja extra Nachrichtendienste, die Informationen beschaffen. Es geht immer um Informationen. Wir wollen immer informiert sein. Und wir haben auch ein eigenes Fach dafür an den Universitäten etabliert. Es geht um Informatik. Wenn wir einen Computer kaufen, möchten wir, dass der möglichst viele Informationen in irgendwelchen Giga oder was immer Bytes dann bekommt. Und Information ist also ein ganz wichtiger Handelsfaktor auch in der internationalen, globalen Welt. Die Frage ist nur, was meinen wir eigentlich damit? Wo kommt das Wort her? Hat das eine physikalische Bedeutung? Und wie kann man das Wort versuchen einzuengen, so dass damit etwas verstanden wird für die Naturwissenschaft, die ja versucht, die Phänomene des Lebens oder der Materie zu begreifen? Das Wort Information ist in dieser Form erst nach dem Zweiten Weltkrieg in die allgemeine Wissenschaftssprache und die Sprache des Alltags eingegangen. Der Grundgedanke dazu ist aber schon älter. Als der griechische Philosoph Aristoteles sich überlegte, was eigentlich lebendige und nicht lebendige Materie unterscheidet, was also ein Stein von einer Maus unterscheidet, da hat er gesagt, dass beides natürlich materiell ist. Beide haben irgendeine materielle Basis. Also heute würde man sagen, da sind irgendwelche Atome drin oder da sind irgendwelche anderen Stoffe drin. Aber die Frage ist, was ist der Unterschied? Und er sagt, da muss irgendeine Art von prägende Formkraft sein, ein Formprinzip. Oder wenn Sie das einfach ausdrücken, Information muss da sein. Also wenn Sie die Materie sozusagen informativ aufladen, dann entsteht dabei eine Lebensform. Und tatsächlich hat man mal lange Zeit hindurch überlegt, den Ursprung des Lebens dadurch zu verstehen, dass man überlegt, wie eigentlich Information entstehen kann, und zwar genügend Informationen, um ein System zu generieren, das wie das Leben sich ja selbst vermehren muss, das eine Energie dafür zur Verfügung bekommt, das auch Rohmaterial dazu zur Verfügung bekommt, aber das gewissermaßen Anleitungen braucht, Instruktionen braucht, um sich zu vermehren und dass die ursprünglichen Moleküle, mit denen das geschieht, zu verdoppeln. Und die Frage ist, kann man das aufgrund von natürlichen Prozessen verstehen? Gibt es einen großen Ansatz von Manfred Eigen, der in den 70er Jahren sich überlegt hat, wie Information spontan entstehen kann, ist eine wunderbare, interessante Frage. Also wie kann zufällig etwas zusammenkommen, das genug Informationen hat? Und wie kann dabei dann genügend Informationen entstehen, die das Leben vervielfältigen kann? Da hat er raffinierte, sogenannte hyperzyklische Modelle entfaltet, aber auf die ich nur hinweise, die aber, wenn sie das immer noch von einer großen Spannung des Nachlesens sind. In dieser Zeit haben viele Leute versucht, den Begriff Information raffinierter, schöner, spannender zu fassen, sodass man nicht nur technisch damit umgehen konnte, sondern auch allgemein. Und gibt viele einfache Definitionen. Die für mich schönste Definition dessen, was Information ist, ist durch die ganz einfache Formulierung: Information ist etwas, das jemand verstehen muss. Jetzt, ich weiß, jetzt werden Sie sagen, jetzt müssen Sie mir erklären, was verstehen heißt. Aber zunächst mal ist es nicht etwas, was einfach nur da liegt, sondern es muss einen zu einem Verständnis oder zu einer neuen Erkenntnis führen. Und man kann das auch anders ausdrücken. Information ist das, was Information entstehen lässt. Also aus Information entsteht wieder Information, sodass in der Idee der Information, meinetwegen auch in der genetischen Information, von Anfang an ein sehr dynamischer Prozess ist. Der Begriff der Information ist populär geworden, aber erst über einen anderen Weg, der nicht aus der Biologie kommt, nicht aus der Entstehung des Lebens, sondern aus der Nachrichtentechnik. Klar ist, der Satz des Heraklit, dass der Krieg der Vater aller Dinge ist, stimmt manchmal. Der Krieg ist auch der Vater der Informationswissenschaft, der Radartechnologien. Am Ende des Zweiten Weltkrieges ging es sehr viel um die Frage, wie man, also im Laufe des Zweiten Weltkriegs ging es sehr viel um die Frage, wie man Nachrichten sendet, Nachrichten verschlüsselt. Und dann musste man eben versuchen, das, was in diese Nachrichten versendet, verschlüsselt oder verrauscht wurde, zu klassifizieren. Und da ist ein Amerikaner namens Claude Shannon auf die Idee gekommen, dafür eine Informationstheorie aufzustellen. Das ist die Informationstheorie von Shannon, die die Information zerlegte in bestimmte Einheiten, die dann in Computern benutzt werden können. Und das ist dann alles, was wir heute von der Information, so wie wir heute mit der Information umgehen. Der Computer wurde ja als Digitalmaschine konstruiert, sodass es immer nur eine 0 und eine 1 gab und alle Informationen musste dann in Form dieser
binären Einheiten oder dieser binären Digits gefasst werden. Und aus diesen binären Digits ist dieses schöne Wort Bits geworden, aus dem wir dann Bytes gemacht haben. Und wenn unser Computer heute Gigabyte oder Megabyte oder Kilobyte nimmt, dann hat der Ursprung in diesem Gedanken von Shannon, etwa aus den 1948er Jahren, dass Information durch digitale Einheiten gefasst werden kann. Die ganze Digitaltechnik beruht darauf, dass die Information also etwas ist, was so als Bits eingedacht werden kann. Und das hat übrigens eine merkwürdige Konsequenz. Wir können uns Informationen, wenn wir sie dann quantifizieren, wenn wir sie dann messen, selbst wenn sie Informationen aus den Zeitungen sind oder Informationen aus anderen Medien, dann geben wir immer Bits an. Und das bedeutet eigentlich, dass eine Information nicht kontinuierlich zunehmen kann, sondern dass eine Information nur sprunghaft zunehmen kann. Also kann ein Bit mehr oder nicht ein Bit mehr. Ich kann nicht wissen, was ein halbes Bit Information oder ein Viertelbit. Ich kann immer nur Bit für Bit, mit anderen Worten, die Information ist quantisiert. Und das ist doch komisch. Wir haben doch auch schon seit 100 Jahren festgestellt, dass die Welt quantisiert ist. Also die Wirklichkeit ist voller Sprünge und jetzt ist die Information auch voller Sprünge. Und es gibt tatsächlich Leute, die der Meinung sind, dass das in der Tiefe zusammenhängt. Dass nämlich, dass die Welt und die Informationen über die Welt eigentlich gar nicht zu unterscheiden sind. Ich meine das wie folgt. Wenn Sie gefragt werden, was Physik ist, dann würden Sie normalerweise sagen, das ist die Beschreibung der Natur. Das klingt richtig, ist aber falsch. Tatsächlich ist Physik die Beschreibung unserer Kenntnisse von der Natur. Mit anderen Worten, Physik handelt mit Informationen. Und das Einzige, was wir über die Welt haben, sind Informationen. Und wir sollten also versuchen, die Welt so zu beschreiben, dass sie selbst voller Informationen ist. Und an dieser Stelle ist etwas schiefgegangen, denn offenbar haben wir die Idee der Information nicht in die Physik eingebaut. Die physikalischen Systeme werden immer noch so geschildert, als ob sie keine Information hätten. Jedenfalls ein Atom wird so dargestellt, als ob es keine Information hätte. Ein Molekül wird so dargestellt, als ob es nur eine Struktur hätte, aber nicht Information in dem Sinne, die wir Bits haben. Dabei ist natürlich klar, dass eine Molekülstruktur eine Form ist, dass also in dem Molekül eine Form eingeprägt ist, dass also das Molekül Information ist, aber nicht in unserem Sinne hat. Ich denke, dass man da aber tatsächlich eventuell zu einer merkwürdigen Identität kommen kann und dass man dann eventuell mithilfe der Information wirklich verstehen kann, wie die Welt funktioniert, wenn es gelingt, die Information als eine physikalische Größe zu etablieren. Damit ist wirklich gemeint, dass die Physik, die Information so etwas ist, wie der Druck etwas ist, wie Geschwindigkeit etwas ist, wie Masse etwas ist, also eine physikalische Größe, die ich unmittelbar messen kann und wo ich nicht extra eine nachrichtentechnische oder medientechnische Digitalanalyse durchführen muss, um zu sagen, dass die Information in der Zeitung steht oder so, sondern die Information muss in den Atomen sein, die in der Zeitung stehen. Dass diese Information da drin sein muss, haben die Physiker tatsächlich entdeckt über eine merkwürdige Denkfigur, die aus dem 19. Jahrhundert stammt. Das ist dieser berühmte Dämon des schottischen Physikers James Clerk Maxwell. Die Physiker hatten damals den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik entdeckt. Im zweiten Hauptsatz der Thermodynamik spielt eine Größe der Entropie eine große Rolle. Die Entropie deutet an, dass die Ordnung in einem System eher abnimmt und sich Systeme mehr eine Tendenz zur Unordnung zeigen, was man auch so deuten kann, dass unsere Information über das System abnimmt. Und die Frage ist, ist der zweite Hauptsatz universell gültig oder kann er verletzt werden? Und der schottische Physiker Maxwell hat sich damals einen Dämon ausgedacht, mit dem er versuchte, den zweiten Hauptsatz zu widerlegen. Der Dämon sitzt an einem Loch zwischen zwei Gefäßen, die gegeneinander geschoben sind. Das eine Gefäß ist ein Gefäß mit heißer Luft, das andere Gefäß ist ein Gefäß mit kalter Luft. Kalte Luft heißt, dass die Moleküle sich langsam bewegen im Durchschnitt. Heiße Luft heißt, dass die Moleküle sich schnell bewegen. Und normalerweise passiert es so, dass sich die Temperaturen ausgleichen. Das heißt, die heißen Moleküle gehen ein paar darüber, ein paar kalte kommen hinher. Zum Schluss ist dann alles lauwarm. Und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt auch, dass die Entwicklung des physikalischen Systems nur im Hinblick auf diesen ausgeglichenen Zustand ist, dann hat das System maximale Entropie und es erfolgt keine Entwicklung mehr. Der Dämon sollte das jetzt verhindern. Der Dämon
sollte, wenn von links ein, also in, wo in dem kalten, eins der wenigen schnellen Moleküle kommt, das sollte er durchlassen. Aber wenn ein langsames Molekül kommt, blieb es drüben. Wenn von rechts, wo die vielen schnellen Moleküle sind, ein langsames Molekül kommt, dann würde er das rüberlassen, aber die anderen schnellen auf der heißen Seite lassen, sodass zum Schluss die heiße Seite heißer und die kalte Seite kälter wird, wenn der Dämon operiert. Und die Frage von Maxwell war, kann ein solcher Dämon operieren? 100 Jahre hat die Wissenschaft gebraucht, um rauszukriegen, warum der Dämon nicht funktionieren kann. Und die Antwort heißt, der Dämon kann nicht funktionieren, weil er die Messungen machen muss mit den Atomen. Er muss ja wissen, ob das ein schnelles oder langsames ist. Er muss und von rechts oder links kommt. Das heißt, er muss Informationen über die sammeln. Er braucht da seine Speicherkapazität. Und wenn er nicht besonders groß werden will, er muss ja klein sein auf der Ebene der Moleküle, operieren kann er nicht ein beliebig großes Gedächtnis haben, einen beliebig großen Speicher haben. Er muss also seine Information ab und zu mal wieder löschen. Und dabei stellt sich heraus, das Löschen dieser Information kostet so viel Energie, dass er anfängt zu zittern und seine Aufgabe nicht mehr erfüllen kann. Das heißt, der zweite Hauptsatz kann nur dadurch gerettet werden, dass der Begriff der Information in das System selbst hinein übertragen wird, weil der Dämon ohne die Information nicht existieren kann, die Information aber wieder abgeben muss, bleibt das ganze System in der physikalischen Gesetzmäßigkeit erhalten. Das heißt, wir verstehen selbst Gase nur, wenn wir den Begriff der Information in das Funktionieren dieses Ausgleichsprozesses hineinbringen und es anzunehmen, dass wir auch Atome und alles andere nur verstehen, wenn wir den Begriff der Information in diese Systeme selbst hineintragen. Und das hat jemand versucht. Der österreichische Physiker Anton Zeilinger hat im Jahr 1999 einen Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, dass man dann von einem elementaren System in der Physik sprechen sollte, wenn es ein Bit an Information trägt. Das heißt, ein Atom hat in irgendeiner Form, die wir jetzt nicht anschaulich darstellen können, ein Bit an Informationen. Ein Elektron hat ein Bit an Informationen. Und mit diesem Prinzip, das ich für fantastisch halte, kann man eine Menge erklären. Zum Beispiel dieses berühmte Phänomen des Zufälligen in der Wissenschaft. Wenn nämlich ein System ein Bit an Informationen hat und ich messe das System, dann ist das Bit weg. Das heißt, wenn ich beim nächsten Mal messe, ist nichts mehr da, was das System sagen kann. Es kann nur noch zufällig reagieren. Mit anderen Worten, in dem Moment, wo ich die Information in die Physik hineinbringe, ist auch der Zufall erklärbar. Und das ist doch das, was Wissenschaft immer wollte. Ich glaube, das ganze Existieren von Atomen ist ja doch im Grunde genommen, oder das Existieren von uns ist ja im Grunde genommen ein Versuch zu messen. Ich messe immer, wo ich bin. Ich kann auch sagen, ich informiere mich, wo ich bin. Ich frage mich, wo ich bin. Das muss ein Atom auch tun. Wo ist das nächste Atom? Wo ist das nächste Elektron? Wo ist das nächste Licht? Ja, wo ist die nächste gewissermaßen Ansammlung von Atomen? Ich bin ja gewissermaßen, ich kann nur Wechselwirkungen eingehen mit der Welt. Diese Wechselwirkungen geben mir Informationen und ich muss diese Informationen in das System hineinbringen. Und dann ist auch die ursprüngliche Bedeutung der Information wieder klar. Information ist das, was Information erzeugt, nämlich in dem Moment, wo ein Atom weiß, dass es an der Stelle ist, weiß das Nachbaratom das auch. Das Wort Wissen kann ich natürlich nicht so durchhalten, weil es natürlich für etwas ist, was den Menschen charakterisiert. Aber der Begriff der Information ist ganz zentral, um die Fähigkeiten des Lebendigen zu verstehen, seine Ordnung zu erhalten, die Fähigkeit des Lebens zu verstehen, die Ordnung zu entfalten. Und ich glaube, wir haben noch eine Menge zu tun, diesen Begriff der Information wirklich einzuarbeiten. Wenn dann die Information im Innern der physikalischen Welt angekommen ist, wo sie hingehört, das ist noch die Aufgabe der nächsten Jahrzehnte. Und wenn die Information weiter so digitalisiert ist, wie wir sie kennen, dann verstehen wir dann auch ganz plötzlich, warum die Welt quantisiert ist, weil die Information es ist. Information und die Welt sind eigentlich nicht zu trennen, sie gehören zusammen. Und es gibt schon Leute, die den Verdacht haben, dass die Information vor der Welt war. Das ist aber ganz spannend.